Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, es ist endlich mal wieder soweit und ihr seht schon, ich habe hier meine Kommentare aufgerufen. Geht auch ganz fix, da ich die ja letzte Mal schon so ein bisschen vorgelesen habe. Folge 93, der Wieland schreibt, 31 Tage geht die erste Season und das ist wirklich gut zu wissen, weil haben wir auch fast wieder erreicht und dann kommt der Frühling. Und dann haben wir wieder leichtes Spiel, dann können wir wieder ganz entspannt die ganzen Nächte lang durch die Stadt laufen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank für den Tipp, lieber Wieland. Der Matthias schreibt, es bleibt spannend, dauert nicht mehr lange und du bist überall der Meister. Das freut mich sehr, dankeschön, mein Lieber. Ja, also viel fehlt nicht mehr. Ich bin noch scharf auf die Fähigkeit Troll, die kriegen wir ja bei dem Typ da in der Nähe von, wie heißt denn der Shrug, glaube ich, da, der Typ in dem Karton. Da müssen wir nochmal vorbeischauen und uns ein bisschen einschleimen. Ich glaube, einen Gartenzwerg wollte der haben. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein. Liebe Grüße gehen raus, lieber Matthias. Der Martin schreibt, Gibi, morgen ist die Zwischenprüfung von mir, aber jetzt mache ich eine Pause vom Rezepte lernen und schau die neue Folge Hobo. Mein Lieber, das freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, Entspannung muss natürlich auch sein, wenn man die ganze Zeit durchhasselt, dann dann rauscht das Wissen durch den Kopf wie durch ein Sieb. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du, Schrägstrich, ihr euch dabei ein bisschen entspannen könnt. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch ganz viel Glück für die Zwischenprüfung. Das ist ja mehr so ein Ding, um zu gucken, wie weit ist dein Wissensstand und so. Die Note ist ja nicht relevant für irgendwas, also von daher. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, mein Lieber. Und ganz liebe Grüße gehen natürlich raus, schön, dass du dabei bist. Der Boldog schreibt, Hi Gibison, wie heißt die Musik bei 1025? Ich liebe die Musik in der Kirche, also geh mal in die Kirche und hör sie dir mal an, ohne was anzuklicken. PS, ich liebe deine Hobo-Videos. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ich sehe auch gerade deinen Kommentar, ein paar mehr Likes bekommen. Ja, werden wir auf jeden Fall mal machen. Wir gehen ja regelmäßig da zur Kirche bei Pater Burian vorbei, um uns den Segen abzuholen. Da können wir ja mal die Ohren spitzen und ein bisschen lauschen. Schön, dass du dabei bist und liebe Grüße gehen raus, mein Lieber. Der Andreas schreibt, naja, wenn du keine Latexhose anziehst, dann hier meine Latexhosen-Story. Oha, jetzt geht's los. Mit 13 waren wir mit der Schule Schlitteln. Ach so, das heißt bestimmt so Schlittschuhfahren oder mit dem Schlitten irgendwo runterrauschen. So wie man das so macht in der Grundschule oder so. Das gab es bei uns auch, da sind wir dann einfach ein bisschen gewandert und dann jeder hat einen Schlitten oder so mitgenommen und dann den Berg runter bis zum Gehtnichtmehr. Ach, das waren Zeiten. Mit 13 Jahren waren wir mit der Schule Schlitteln. Es hieß, wir sollen Winterschneehosen anziehen. Hatte ich nicht. Meine Mutter meinte aber, ihre schwarze Hose wäre wasserabweisend. An diesem Tag habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, Latexhosen rutschen besser als der Schlitten. Zweitens, Kinder sind grausam. Oh ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh Mann, ey, du Armer, ja. Aber gut, so ist das dann, ne? Krass. Krasse Story auf jeden Fall, ja. Bei Kindern ist das halt so, die sind so direkt offen raus, ne? Die sind... Manchmal können das so kleine Monster sein, ich weiß das wohl. Oh Mann. Krasse Erfahrung bestimmt. Ich bin im Leben etwas rumgekommen. Die letzten 5 Jahre waren aber sehr ruhig, leider. Ja, ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, ne? Auch die sich dann dachten, mal eine große Reise unternehmen und ja, jetzt liegt ja alles seit 2 Jahren irgendwie so auf Eis, so ein bisschen, ne? Man ist da ja sehr stark eingeschränkt und das Leben wird so teuer, dass man nur noch zu Hause sitzen kann und ja. Es juckt aber einfach niemanden und es bleibt einfach alles teuer. Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen bei Hobo Tough Life. Weiter geht's mit unserem obdachlosen Dasein. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren so richtig. Ich glaube, wir hatten gerade die Fähigkeit Mumm bekommen. Und wollten Schreine zerstören von dem Satanisten. Tote Tiere suchen, Biker-Ausrüstung zusammensuchen. Und bei Mascha wollten wir uns einschleimen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Weil Mascha kennt den Dr. Schöngeist sehr gut. Und die müsste da auf jeden Fall mal ein gutes Wort bei uns für uns einlegen.
Wie geht es uns? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Relativ gut, wir sind ein bisschen müde. Jetzt nicht mehr. Wir müssten ein bisschen zur Toilette, aber das hält sich noch in Grenzen. Es ist noch so ein angenehmer Druck. Ist noch nicht zu viel. So. Gut, wir gehen natürlich sofort mal zum besetzten Haus. Ach, ich war gerade am Überlegen, wie spricht man denn nochmal Leute an? Wir sind natürlich auf der Suche nach toten Tieren. Eine Cola. Das ist gut. OTK-Hähnchen auch gut. Das kostet 100 Kronen. So, das gönnen wir uns natürlich. Wir haben leider keinen Backofen, aber alleine für die Hühnerknochen. Apropos Hühnerknochen, wir können nochmal wieder zum Ghoul in die Kanalisation gehen. So, 99, 84, 69. Guckt euch mal an, wie groß das Feld ist. Das ist ja fast der ganze Bildschirm. So, ein bisschen mehr Geld bitte. Dankeschön. Und wir gehen stramm auf die 2000 Kronen zu. So, hallo Toni, lässt du mich rein? Ja klar, komm rein. So, leichter Nebel hüllt dieses Haus in einen mysteriösen Schleier. Okay, hier haben wir schon alles gelootet. Ich wollte auch eigentlich nur kurz zu Mascha. So, jetzt bleibt die Lampe aber an. Ach hier. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus hier drin. Hallo Mascha. Erzählst du mir etwas über dich? Vielleicht, ja, aber komm später wieder. Okay. Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Es gibt etwas, wobei du mir helfen könntest für das Ganze vor. Aha, Lebensmittel, ja, das übliche Problem. Gut, Nahrungsvorräte, da habe ich genug. Ich gebe dir eine Tüte mit wertvollen Lebensmitteln. Mal sehen, was ist das denn schön? Es sieht gut aus, ja, keine Ursache. 77. Wir bräuchten 80. Okay, sie will immer noch nicht reden. Helfen können wir ihr gerade auch nicht. Ich bin hungrig. Habt ihr noch was zu essen übrig? Ja, klar. Ein Brotlaib und zweimal Pastete? Okay, das Item Pastete kenne ich noch gar nicht. Billige Pastete, lieber eine Scheibe Brot mit billiger Pastete als mit gar nichts drauf. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt auf jeden Fall. Toni, wie sieht's denn aus? Ach, wir haben ja hier bei ihm Mumm gelernt. Stimmt, das wollten wir ausprobieren. Ich vergesse das immer wieder. Brauchst du Hilfe bei etwas? Ach so, mal wieder Container entriegeln. Okay, das machen wir so nebenbei. Das hatten wir ziemlich oft in letzter Zeit. Deswegen gucken wir jetzt mal. Weil ich bin scharf darauf, irgendwo einzubrechen. So. Weil guckt euch mal an, wie viel Geld wir haben. Und wir sind ja so fit dabei mit dem Kommunizieren, dass wir uns da bestimmt auch ganz gut aus der Misere retten können. So, Wohnhäuser. Jetzt sind sie wieder aufgeschlossen. Niemand macht auf. Versuch später nochmal. Okay, keiner da. Abgeschlossen. Wer schließt denn 8 Pfandflaschen in einem Schrank ein? Harte Zeiten hier. So weit wird's kommen. Oh ne. Ich habe immer Schiss, dass hier so jeden Moment jemand um die Ecke geschlendert kommt. Ach, ein Bewohner, hallo. Guten Tag allerseits. Was wollen Sie hier? Sind Sie hier, um jemanden zu besuchen? Nein, ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Haben Sie vielleicht etwas zu entbehren? Hier, und jetzt verschwinden Sie. Jo, danke. Oh, fünfmal alter Stoff. Alter Schwede. Ach ja, die gönnen wir uns mal. Und ein Päckchen Seife dazu. Wunderbar. Wunderschön. Ja, also ich denke, da können wir ganz gutes Zeug abgreifen. Okay.
Ins Obergeschoss kommen wir nicht. Das finde ich jetzt aber ziemlich lustig hier, dieses Feature. So, er hat nichts. Keiner da. Mittel. Alter Schwede. Ein ganzer Bürostuhl. Das ist ja schon mal was, ne? Manche, die hören sich hier an wie so ein chinesischer Großmeister, so ein Kung-Fu-Meister, so. Muss ich mal dran denken, irgendwie. So. Das ist ja voll die gute Gegend hier zum Klauen. Das ist ja voll geil. Gucken wir erstmal, was hier ist. Ah, eine Schiebermütze. Wie ihr seht, wir werden auch immer schneller. Und ja, es läuft gut mit dem Geld. Die Bewohner des Hauses. Guten Tag allerseits. Wollen Sie jemanden besuchen? Ich gehe gleich wieder, aber möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Oh nein, doch nicht meine Busfahrkarte, Mann. Das ist ein bisschen nervig, dass der immer die Busfahrkarten andrehen will. Das stört mich so ein bisschen. Du frierst. Ja. Natürlich friere ich. Es ist kalt. Wir müssten mal wieder unsere Taschen ein wenig leeren. Wir sind da hart am Gewichtslimit. Ich möchte natürlich auch, weil wir in Fertigen besser geworden sind, mal ein paar Staubsauger oder sowas reparieren. Einfach, weil wir es jetzt können. Guckt euch das an. Wir haben so viel Zeug. Boah, ich heize aber erstmal die Bude auf. Es ist ein bisschen kalt. Schade, dass man nicht so gedämmte Wände oder sowas machen kann. Das fände ich noch super. Also, dass die ganze Bude hier warm bleibt, ihr wisst, was ich meine. So, können wir uns denn noch was Gutes tun? Moral. Ja, das geht eigentlich noch. So hungrig sind wir jetzt auch nicht. Ach ja, da pfeift der Wind durch dieses Loch hier durch. Ist ja kein Wunder, dass das so kalt ist hier. Gut, wir fertigen mal ein bisschen. Staubsauger hätte ich gerne, die kann man gut verkaufen. Ach. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie einfach das ist. Und dann scheiße ich einfach richtig rein. Was fehlt uns denn jetzt hier? Elektroteile und Panzertape. Haben wir die nicht im Lager? Nee. Tatsächlich nicht. Aber wir können hier Sachen, die Tastatur ist doch gut. Kaputt. Kaputte Lampe. Die Lampe konnte man auch gut reparieren, ne? Meine ich. Halbwegs neue Waschmaschine. Warum liegt das denn hier rum? Warum liegt denn so guter Stuff hier rum? Alte Herdplatte. Ja komm, alter Toaster. Das können wir alles zerlegen. Ich brauche die Elektroteile. Boah, 7 Matratzen liegen hier einfach in unserem Lager rum. Stark. So, dann zerlegen wir mal eine Runde. Taschenlampen. Ja, was sollen wir mit so viel Taschenlampen? Wir haben eine und das reicht. Oh, dieses kaputte Spielzeug, das lohnt sich aber auch hart, ne? Ja, 25, man weiß ja nicht, ob man es nochmal braucht. So, die alten Herdplatten, da kriegen wir gut Zeug von. Gut, die Lampen, die behalten wir. Die kann man nämlich gut reparieren. Was fehlt uns jetzt? Panzertape. Große Matratze, da können wir schön drauf schlafen. Meine Lieben, ich schneide das natürlich raus. Wir müssen mal eben, achso. Ich muss Feuer machen. Oh Mann, wir sind doch viel zu stark beladen. Ja, also der Plan ist, wir hauen uns kurz aufs Ohr. Dann gehe ich zum Laden, kaufe ein bisschen Panzertape. Dann stellen wir alles Mögliche her, was wir verkaufen können. Staubsauger, alles Mögliche. Wir werden reich in dieser Folge, meine Lieben. Und dann schauen wir mal, dass wir zum Bahnhof gehen, das alles verkaufen. Ich rechne so mit 3 bis 4K vielleicht. Und dann werden wir uns mal Baba ausstatten im Ausrüstungsladen. Ach, im Autoladen. Also, meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, da wären wir wieder. wir sind ausgeschlafen. Und werden jetzt mal sofort ein bisschen fertigen. Du hast keine Taschenlampe in deinem Inventar? haben wir jetzt unsere eigene Taschenlampe verwurstet?
Ja, das ist dann natürlich nicht so gut. So, eine Retro-Lampe. Da können wir einige von machen. Und die kann man gut verkaufen. Die kann man ganz wunderbar verkaufen. Da freue ich mich schon drauf, alter Schwede. Wir werden die so veräußern, wir werden so reinhasseln. Das wird so easy, meine Lieben. Ich freue mich da schon drauf. Kleines Manko, unsere Energie, die geht hier hart runter, aber... Ja gut, was willst du machen, ne? So, ja, da haben wir ja schon mal wieder ein paar. Altes Küchenzubehör, da braucht auch kein Mensch. Werden wir auch mal zerlegen. Einfach mal, dass wir ein bisschen Ordnung hier reinkriegen. So, den blöden Toaster würde ich noch gerne zerlegen. Da kriegt man nicht immer Elektroteile, aber so ein bisschen. Ich glaube, so 5 werden wir mal behalten. So, ich muss jetzt ganz schnell zum Laden, gleich bevor der zumacht. Noch kurz aufwärmen. Wo ist denn mein Kleiner? Ja, hier ist er. Interagieren. Geht natürlich nicht. Füttern brauchen wir nicht. Wir müssen ihn bellen lassen. So, jawohl. So, der Kleine hat Hunger. Er kriegt ein bisschen was. Ich mache das jetzt mal auf 20. So. Gut, Panzertape kaufen. Wie viel wird das denn ungefähr kosten? Also unser Ziel ist das hier Staubsauger und so zu reparieren. 5. Wir haben 4 Staubsauger, 20. Dann haben wir... Ach, okay. Ja, wir schätzen das mal grob ab, wie weit wir mit unserem Geld kommen. Oh, wir sind sehr schwer beladen, sehe ich gerade. Ja, da werden wir gleich ganz gemütlich zurückschlendern müssen. Weil unsere Ausdauer ein bisschen kaputt ist. So. Ja. 140 Kronen. Das ist aber ein bisschen wenig, finde ich. Ein bisschen mehr. Ja. 200 Kronen pro Lampe. Meine Lieben. Ich glaube, das wird die Folge, wo wir reich werden. So, 84. 69. Verkaufen. Ja. 72 Kronen, ein bisschen mehr vielleicht. Oha, 90. Sehr schön. Wir haben ja jetzt schon fast 2000. Mittel, das ist unsere Zielkundschaft. Weil bei Mittel schaffen wir das fast immer. 200 Kronen, ein bisschen mehr vielleicht. Das ist das Problem. Ich beschleiche das Gefühl, dass sie das gestohlen haben, wissen Sie? Ja, nein, ich habe das nicht geklaut. Okay, wenigstens versuchen sie für ihr Geld zu arbeiten. Ja gut, wir nehmen die 200. 200, da kann ich mit leben. Da haben wir die Kosten auf jeden Fall wieder rausgeholt. So, die Lampe. Nein, wir wollen 200 haben. Du Affe. So. Alter Schwede, wir werden reich. Wir werden so reich, da glaubt ihr gar nicht. Wir werden so reich. So, für die 400 Kronen holen wir uns jetzt Panzertape. Ach nein, ich bin nicht zum Waschsalon, Mensch. So, ich hätte gerne 20 mal, 20 mal. Brauchen wir hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nö. Wir könnten uns auch einfach 2000 Bretter kaufen. Das fände ich natürlich auch sehr lustig. Ja, Kondome. Das sind aber Premium-Kondome. Das sind ganz besonders feine. Da kriegen wir auch 15 Kronen für. So, unsere Ausdauer, die ist ein bisschen im Eimer, deswegen müssen wir hier gerade so ein bisschen lang watschen. So. Wir können uns mal eben einjizzen und holen uns hier Gottvertrauen. Ja, schön, schön. Ich habe gerade nur ein bisschen gelauscht. So, wir wollten uns die Segnung abholen. Und zwar den großen. So.
Das kann man ja bestimmt irgendwie in den Credits oder so nachlesen, wie die Musikstücke heißen. Wenn euch das interessiert, können wir dann natürlich gerne mal nachschauen. Ach ja. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Weil wenn die Sonne untergeht, wird es wieder so kalt. Aber am Bahnhof können wir uns auch ein bisschen aufwärmen. Also das sollte kein Problem darstellen. Ja, wir haben es dann auch gleich. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, eine Taschenlampe zu holen. Brauchen wir noch, bevor es dunkel wird. Hier. Den ollen Zwerg hier ins Inventar. So, weil den brauchen wir für den Kaiser da hinten da. Ihr wisst schon. So, dann wollen wir mal. Ach nein, nicht zerlegen. Und zwar Staubsauger reparieren. Das Business ankurbeln. Und noch einer. Gut, dass das nur vier sind, das ist ziemlich anstrengend. So, altes Radio. Oh Mann, tut mir leid, ich kann gerade nicht so viel reden. Gerade ein bisschen anstrengend. Jetzt fehlen uns wieder die Elektroteile, aber für den Wasserkocher reicht es noch. Große Matratze. Gut, das soll wohl genügen. Wir haben ja auch einige Lampen, die wir verbrennen, die wir verkaufen können. Erst reparieren und dann verbrennen, das ist natürlich sehr smart. So, wir müssen was essen unbedingt. Und zur Toilette müssen wir. Gut, was können wir denn hier lassen? Ach, was sollen wir denn mit dieser dämlichen Gurke? Was können wir denn hier lassen? Ja, so eine olle Waschmaschinentrommel. Alter Drucker, den Computer. Ja, eigentlich können wir alles, was wir nicht repariert haben, wieder hier zurücklegen, ne? Dass wir wieder mit unserem Gewicht ein bisschen klarkommen. Wieso trage ich eigentlich zwei Sexpuppen mit mir rum? Luxushühnchen. Ne, das können wir gleich mal auseinanderpflücken. Und dem Ghoul die Knochen geben. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, wie viel. Stacken die Benzinkanister? Nein, tun sie nicht. Das ist natürlich blöd. So, da würde ich gerne mal so 300 von ablegen. Ach ja, okay. Machen wir mal so. Okay, jetzt weiß ich auch, warum wir so schwer beladen waren. Alter Stoff. Weiß ich auch nicht, warum wir so viel davon mit uns rumtragen. Das hier brauchen wir eigentlich gar nicht mit uns rumschleppen. Ich versuche gerade einfach nur so ein bisschen Platz zu machen. Ein paar Zeitungen für schlechte Zeiten. Was ist das hier eigentlich? Ach, Weihwasser. Okay. Fahrrad tragen wir auch mit uns rum. Auch nicht schlecht. Haben wir irgendwelche Tabletten oder Pillen, die wir hier lassen können? Sieht nicht so aus. So. Das Klopapier lassen wir auch mal da. Man weiß ja nie. Nö, sonst haben wir nichts Verbotenes dabei. So, kurz aufwärmen und dann geht's los mit unserer Hustle-Tour. Ja, ihr könnt ja gerne mal jetzt einen Tipp abgeben, bei wie viel Geld wir landen werden, wenn wir alles verkauft haben, bis auf die Fahrkarten. Da bin ich mal gespannt. Ja, mein Kleiner. Was kaufen wir uns denn da, hm? Du kriegst auf jeden Fall eine Dose Hundefutter, das weiß ich jetzt schon. Ausnahmsweise. Zur Feier des Tages. Haben wir unseren Schal an? Nein, haben wir nicht. Nicht, dass sich Lord Eddie da wieder ärgert. So. Aber ist natürlich auch viel besser mit Schal. Können wir viel länger rumlaufen dann. Auf dem Weg dahin quatschen wir natürlich alles an, was geht hier. Wie steht's denn mit unserem Gestank? 20 geht eigentlich. Geht noch fit. Auf zum Bahnhof. Hallo. So. Jawohl. Genau. 120 nur.
Okay, ich merke schon, die Retro-Lampen bringen am meisten Geld. Komischerweise nicht der Staubsauger. Was ich jetzt allerdings erwartet hätte. Gut, 99. Ach nein, doch nicht die Fahrkarte, Mann. Egal, so ein bisschen Geld verdienen ist auch nicht verkehrt. Dankeschön für die Blumen. So. Will nichts haben. Gibt aber. Guckt euch das an, wir sind schon über 2000. Boah. Ja, genau die will ich verkaufen. Jo, 200 Kronen. Oh, ist das geil. Wir werden uns hier die Autoklamotten kaufen. Das sind nämlich die besten. So, den blöden Staubsauger. Ich weiß, die Dame ist nur Mittel, aber ich will den Plunder ja auch irgendwie loswerden. So. Einfach. Da müssen wir dann natürlich versuchen, immer den besten Preis rauszuhandeln. Wir gucken mal eben bei Anatoli. Der hat manchmal gute Angebote, was Kleidung angeht. Was hast du denn anzubieten? Handel anbieten. Achso, ne. Was hat er denn da? Oh, eine Designerjacke. Interessant. Ein Gartenzwerg. Ein Amboss. Wir gönnen uns mal den Gartenzwerg. Weil der Spacko hat immer nur die gleiche Quest und dann haben wir schon einen auf Vorrat. Apropos der Spacko, wir gehen mal eben dahin und geben ihm den. Verkaufen können wir auch nebenbei, wir müssen ja nicht unbedingt zum Bahnhof dafür. Deswegen. So, wir müssen nämlich da hinten rein. Da ist nämlich auch gleich unsere Base. Und was sehen meine entzündeten Augen denn da? Ein Schlägerli. Müssen wir ein Brötchen essen. Verband. Zitrone. So, wir stinken natürlich. Vor einer Schlägerei sollte man natürlich immer gut gewaschen sein. So. Maske ist drauf, Klappspaten ist da. So, was ist denn los? Nein. Ach nö, ne? Ach nö, ne? Ach scheiße. Oh Mann, ey. Oh nein. Jetzt haben wir ihm wirklich unser Geld gegeben, weil ich nicht vernünftig gelesen habe, was der da wollte von uns. Boah, dafür kriegt der nächste aber doppelt auf die Fresse, ey. Dafür muss er jetzt aber bluten hier. Oh, was ist los? Nein, hier, du kriegst nichts. Ich hab keine. Oh, verdammt, ey. Jetzt hat er uns so gesehen drei Lampen geklaut. Jetzt müssen wir uns wieder hocharbeiten. Ja, ja. So, der ist eh fast tot. Danke sehr. Ach, Mann. Ach, Mann, wie ärgerlich. Er ist betrunken, oh Gott. Hey, kannst du mir... Nee. Wir wollen nichts von ihm abziehen. Das kostet uns ja auch nur wieder unnötig Geld. Im Nachhinein. Weil er dann böse auf uns ist. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich ist das denn schon wieder? So, wir müssen gleich mal zur Toilette schlendern. Mal gucken, ob wir bei ihm noch was verkaufen können. Handel. Oh, was hat er denn da Schönes? Ein Zylinder? Interessant. 60. 60 für die Schiebermütze. Das ist okay. Reparieren, um etwas bitten. Hey Shrug, kann ich mich waschen? Kannst du meine Moral erhöhen? Ja, sicher. Alkohol plus 10. Ja, super. Wir müssen ganz schnell noch eben eine Taschenlampe haben. Fällt mir gerade ein. Sonst stehen wir hier gleich ganz im Dunkeln. Und unsere 1000 Pfandflaschen müssen wir auch loswerden. Eine, danke. Gut, Taschenlampe ist wieder da. Jetzt noch eben. Yep. Gut. Geld ist fast wieder da. Es hätte mehr werden können. Wenn ich nicht so einen schlampigen Fehler gemacht hätte. Neue Stufe im Handeln. Gut, 120, das ist in Ordnung. Den Wasserkocher. Okay, der Wasserkocher bringt ja nicht so viel. Nochmal und reinhasseln.
Nein, nicht die Fahrkarte, ja. Danke. Vielen lieben Dank. Die hat aber gut geworfen, du. Hui, hui, hui. Alter Schwede. Bei schwer möchte ich jetzt auch noch gerne was reißen, wenn das geht. Ne, der gibt nur Fahrkarte und Skillpunkte, der gönnt gar nicht. Der gönnt gar nicht. Jep. Schön weg mit der Lampe. So. Wir gehen da hinten mal kurz zur Toilette. Und, oh, ich sehe gerade die Folge, die hat auch schon wieder gut Zeit auf dem Tacho. Aber so viel Zeit muss sein. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie viel Zeug haben wir noch zum Verkaufen? Wir haben noch 1000 Radios, 2 Staubsauger, eine Lampe. Das dürften so um die 3000 irgendwas sein. Wo war denn nochmal die Toilette? Die war hier um die Ecke irgendwo, ne? Müsste, und wir frieren auch, das ist immer blöd. Bei ihm können wir Battle noch aufleveln. Vielleicht können wir da ja noch was reißen. So, danke sehr. Vielen Dank, gute Frau. Jetzt können wir auch wieder was essen. Oh, ich hätte erst was essen sollen, ne? Ja, egal. So, müde sind wir. Kaffee, Cola, Energy Drink, voll ausgestattet mal wieder. Warum sind wir denn so nass? Warum sind wir denn so nass, meine lieben Freunde? So, wir gönnen uns mal. Es fängt an zu schneien. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Aber egal. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge hasseln wir natürlich richtig rein mit dem Geld und werden uns dann mal schön ausstatten beim Outdoor-Geschäft. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, ein Abo. Und ja, ich wünsche euch das Beste. Bis zur nächsten Folge. Ciao.